Gut, dann freut mich, dass zu dieser späten Stunde noch nicht alle Party machen im sechsten Stock und noch zu diesem Vortrag gekommen sind. Ich werde euch heute ein bisschen was über 3D-Druck für den Weltraum erzählen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Ripper oder mein Government Alias ist Michael Happel. Ich arbeite mit Metall-3D-Druck in Wiener Neustadt. Dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Prozessvorbereitung von Bauteilen für die Raumfahrt. Und von da sind auch meine Beispiele, also ist der Großteil der Beispiele bzw. die Erfahrung mit diesem Thema. Kurz, worum geht es heute vielleicht jetzt? Worum geht es heute nicht? Vielleicht kennen manche dieses Projekt. Die NASA hat vor einigen Jahren das Projekt Made in Space gestartet. Das war ein Kunststoffdrucker für die ISS. Ist zwar schön, aber das ist nicht so spannend, weil Kunststoffdrähte zusammenkleben, das schaffen wir auf der Erde ganz gut. Dort fehlt halt nur die Gravitation, macht es jetzt nicht so spannend. Ja, es wurden damit auch interessante Teile hergestellt, aber das behandle ich heute nicht. Und auch nicht diese verschiedenen Ideen oder Ansätze, wie jetzt auf anderen Himmelskörpern Habitate für Menschen gebaut werden sollen. Das ist alles relativ experimentell. Vor allem beschäftigen wir uns oder beschäftige ich mich jetzt nicht wirklich damit. Daher kann ich da jetzt auch keine fundierten Aussagen treffen. Auch wenn wir bei uns in der Firma auch schon ein Projekt in diese Richtung hatten, da ging es um darum, simuliertes Marsgestein zu drucken, was dann in diesen schönen, nennen wir es nicht Kackhaufen, geendet hat. Ja, fangen wir vielleicht mal an. Was ist überhaupt so schwierig an Weltraum oder warum heißt es immer Space is hard? Einerseits, wir haben dort Vakuum. Auf der Erde ist alles einfach, da haben wir eine Atmosphäre, da gibt es jetzt keine großen Druckunterschiede zwischen dem Herstellen von Bauteilen und dann, wo sie eingesetzt werden, außer es ist jetzt Hochdruck, aber das heißt, uns können dort Werkstoffe ausgasen. Da scheiden schon sehr viele Kunststoffe zum Beispiel aus, beziehungsweise auch die schon erwähnten FDM-Teile. Unter Vakuum funktioniert das nicht. Mit Lufteinschlüssen, das gast aus, da können die Bauteile brechen. Wir haben im Orbit erhöhte Sonnenstrahlung, das ist einerseits Ultraviolett und Röntgenstrahlung. Auch das ist ziemlich aggressiv und kann Bauteile schädigen, bis die dann zerbrechen oder einfach sich dann unter der Last auflösen. Wir haben geladene Partikel, Elektronen, Protonen, Ionen verschiedener Art, die dort mit riesigen Geschwindigkeiten mit großen Relativgeschwindigkeiten zu dem Satelliten herumfliegen, beim Auftreffen auf Teile dann Teile herauslösen können und dadurch degenerieren Bauteile oder ganze Satelliten. Wir haben die kosmische Strahlung, hochenergetische Strahlung, die ebenfalls Bauteilgefüge oder Materialgefüge ändern kann, Teile davon herausschlagen kann und dadurch Bauteile ebenfalls erschwerend ist. Wir haben auch Weltraummüll bzw. Mikrometeoriten, also kleine Bruchstücke. Das kann gehen von kleinen Farbsplittern von Satelliten, von einem kleinen Stück Isolierung, das jetzt zum Beispiel dieses Loch an der Sojus-Kapsel war, wo dann bei einem Außenbordeinsatz untersucht wurde, was da passiert ist. Da haben sich genauso kleine Stücke der Isolierung gelöst und die fliegen jetzt natürlich auf einem Orbit mit der ISS mit hohen Relativgeschwindigkeiten zu anderen Satelliten und können beim Auftreffen da große Schäden verursachen. Und wir haben auch vor allem im niedrigen Erdorbit haben wir freie Sauerstoffradikale, die grundsätzlich eigentlich alles anlösen. Also die reagieren mit jeglichem Material dort, bilden Oxide und tragen ab. Das kann dazu führen, dass Jahrzehnte, nachdem ein Satellit im Orbit war, dass dieser dann plötzlich zerbricht oder dass da dann Teile davon deformieren, Teile davon wegbrechen. Und wir haben ganz starke Temperaturschwankungen. Also das Weltall hat ja den kosmischen Strahlungshintergrund von ungefähr 3 Kelvin, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Dann haben wir unter direktem Sonnenlicht können wir über 100 Grad erreichen, eben wegen der schon erwähnten intensiven Sonnenstrahlung. Und diese Temperaturunterschiede äußern sich dann in Ausdehnungen, in Kontraktion von Bauteilen und können genauso Schäden verursachen.
zu dem, wie sich das auf Bauteile auswirkt, NASA hat da vor einigen Jahren ein Experiment auf der ISS gestartet. Da wurden verschiedene Kunststoffe in allen 6 Raumrichtungen auf der Raumstation angebracht und deren Alterungsverhalten untersucht. Die waren knapp 6 Jahre im All und man sieht, dass dann nicht sehr viele Kunststoffe das überlebt haben. Also die sind von komplett verschwunden, wenn man da unten sieht. Also oben sind die, bevor sie raufgeflogen sind, unten, nachdem sie geflogen sind, und bei manchen ist keine Probe mehr da, die untersucht werden könnte. Und wir müssen das ganze Zeug auch noch starten. Ein Raketenstart ist ebenfalls wirkt ebenfalls eine sehr hohe Belastung auf die Bauteile aus. Also wir haben da starke Vibrationen, zwar für einen kurzen Zeitraum, also wenige Minuten, aber mit bis zu 20 G haben wir Vibrationen. Wir haben Schock bei Stufentrennungen, das heißt, da können mehrere 1000 G Schock entstehen, die Bauteile verkraften müssen. Und das alles zusammen ist auch wieder eine starke Belastung. Und müssen prinzipiell davon ausgehen, es wird was kaputt beim Start. Das heißt, wir müssen damit mit enormen Sicherheitsfaktoren rechnen, damit irgendwas im Weltall überhaupt funktioniert. Jetzt, wir haben von 3D-Druck geredet. Ich habe mir kurz überlegt, welche Fertigungsverfahren gibt es überhaupt? Also wenn wir jetzt was fertigen wollen, es gibt da eine wunderschöne DIN-Norm, die für das überhaupt nicht anwendbar ist, aber die nach deutscher Gründlichkeit alles genau sortiert in verschiedene Formen. In amerikanischen gibt es da eine viel schönere Einordnung. Wir können anfangen mit einem Block und den kleiner machen, dann haben wir ein subtraktives Fertigungsverfahren. Das ist drehen, fräsen, bohren, schleifen, wie auch immer. Wir können etwas umformen, also wir können das in eine Form gießen, Spritzguss, laminieren, schmieden, tiefziehen und dann gibt es noch additive Fertigungsverfahren. Darum geht es heute, das ist 3D-Druck, generative Fertigung genannt, additive Fertigung, wie auch immer jetzt die Bezeichnungen dafür sind. Da gibt es auch vielfältige von verschiedenen Herstellern, patentierte und deswegen verfolgte, aber die sind alle in dieser Sparte zu finden. 3D-Druck kennzeichnet gegenüber den anderen Verfahren, ich erstelle mein Modell oder mein Bauteil direkt aus den CAD-Daten. Das ist bei anderen Verfahren nicht unbedingt notwendig. Bei 3D-Druck brauche ich als Basis das CAD-Modell, das ich dann slice, also in Schichten zerlege, an den Drucker schicke dann irgendwann mal rauskriege. Das kennen die meisten hier wahrscheinlich aus dem Hackspace oder von ihrem eigenen 3D-Drucker. Und ja, es ist gegenüber den anderen Verfahren eben das Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir von 3D-Druck reden, gibt es da eine Fülle an Verfahren. Das werdet ihr jetzt alle nicht lesen können, ist auch nicht wichtig, weil ich durchgehe. Als erstes FDM. Ich weiß nicht, wer hat einen FDM-Drucker daheim? Wer hat einen im Space stehen? Wer hat noch nie einen FDM-Drucker verwendet oder noch nie gesehen? Aber zumindest gesehen, hoffe ich schon mal. Ja, das ist der klassische Consumer 3D-Druck, der ein Kunststoffdraht durch eine erhitzte Düse drückt und diesen geschmolzenen Kunststoffdraht dann in Schichten aufträgt und dadurch das Bauteil erstellt. Der kommt einmal nicht in Frage. Dann haben wir harzbasierte Verfahren, das ist dann Stereolithografie, DLP-Drucker und so weiter, die mit Harz, mit sehr feiner Auflösung, aber auch wieder Kunststoffe und damit nicht interessant. Es gibt verschiedene Verfahren, die mit Harzen Pulver verfestigen, Binder Jetting genannt. Die sind auch großteils entweder eben harzbasiert oder haben irgendeinen Zwischenschritt zu einem fertigen metallischen Bauteil, das wir dann im Weltall verwenden könnten. Also auch sehr schwierig in der Anwendung. Ja, das ist ebenfalls. Dann gibt es verschiedene Arten von Sheet Lamination, also da werden Bleche oder dünne Schichten miteinander verschweißt, also wirklich als ganze Folien. Das ist großteils für Kunststoff, also wird eigentlich nur für Kunststoffe verwendet. Es gibt noch so ein anderes Verfahren, das ich jetzt nicht behandeln werde, weil das ist Direct Energy Deposition. Das ist entweder, wenn man ein Schweißgerät nimmt und mit dem Schweißdraht das Modell aufbaut. Das ist relativ komplex und beherrscht eigentlich noch niemand wirklich so sauber, dass das fliegen könnte.
weil da enorme thermische Spannungen entstehen, weil das die Bauteile unter riesigem Aufwand nachgearbeitet werden müssen. Aber wir sind jetzt bei den Pulverbett-basierten Verfahren zu Hause. Das ist dann das Laserstrahlschmelzen, was wir uns ansehen. Das funktioniert so. Wir ziehen dünne Schichten aus Metall auf. Die sind je nach Material und Anlage zwischen 20 und 90 Mikrometer dick, die dann von einem Laser, Leistungsklasse zwischen 200 Watt und 1 kW, aufgeschmolzen werden, je nach Material wieder, je nach beabsichtigter Baurate. Mit 1 kW kann das natürlich wesentlich schneller gebaut werden. Und was dabei beachtet werden muss, ist Stützstrukturen. Beim FDM-Druck haben wir das auch, da brauchen wir sie hauptsächlich, damit uns das beim Bauen nicht umfällt oder dass die Oberfläche unten schön ist. Bei diesem Verfahren ist das fast dasselbe. Wir brauchen das genau, wir müssen Wärme einerseits aus dem Bauteil ableiten und wir müssen gegen Eigenspannung dagegen halten, damit sich das Bauteil während dem Fertigen nicht verformt, beziehungsweise damit der Beschichter das nicht umwirft. Beschichter, das ist, ja, und wir müssen es nachbearbeiten. Die Bauteile kommen sehr raus aus dem Drucker, aber dazu komme ich ein bisschen später. So schaut der Bauraum von so einer Maschine aus. Man sieht ganz rechts, ist einmal die Dosierplattform, dort ist das Pulver drinnen, das wird mit jeder Schicht nach oben gefahren. Darüber steht der Beschichter, das ist eine feine Klinge, die einen kleinen Haufen an Pulver mitnimmt und den über die Bauplattform in der Mitte aufträgt. Und ganz links davon ist dann die Überlaufplattform, überschüssiges Pulver, Schweißspritzer und alles, was dabei mitgenommen wird, abgelegt wird. Die ganze Anlage sieht dann so aus. Das ist bei uns in der Firma, in der Fotec, eine EOS M280. Das ist eine Maschine mit einem 200 Watt Laser. Die hat ein Bauvolumen von 250 mal 250 mal 300 mm und kann von Aluminium über Werkzeugstahl, über Titan, verschiedene Hochtemperaturlegierungen alles verarbeiten. Und gibt es auch in größer. Das ist eine vom selben Hersteller, von EOS aus Deutschland, eine M400, Bauvolumen 400 mal 400 mal 400 mm, wie es der Name so schön andeutet. So, das sollte jetzt spielen. Ja, man sieht, wie. Und das ist jetzt eine Aufnahme aus der Prozesskammer der Maschine. Man sieht die Pulverschicht und den Laser, der darüber zeigt und das verschweißt. Was wir jetzt gesehen haben, ist die Füllung. Jetzt ist der Beschichter drüber gefahren, nimmt eine neue Schicht Pulver auf, zieht das drüber und jetzt schweißt der Laser von neuem. Es ist jedes Mal bei den Anlagen, die wir haben, um 67 Grad verdreht, damit die Schweißrichtung sich nur alle 360 Schichten wiederholt, was für bessere Bauteileigenschaften durch eben weniger Überlagerung von Schweißraupen sorgen soll. So, was sind die Herausforderungen? Weil dabei klingt das ja alles sehr einfach und wir drucken da was aus Metall, das hält dann, ist für den Weltraum einsetzbar, aber wo sind da Schwierigkeiten? Ich habe da so ein, dieser Tweet trifft das ganz gut, der Kampf Mensch gegen Maschine. Ja, es haut eben nicht immer hin, also selbst mit viel Erfahrung auf dem Thema braucht man mehrere Anläufe, dauert das für ein einzelnes Bauteil, bis das wirklich richtig rauskommt, ohne irgendwelche Verformungen aufgrund von Eigenspannungen, ohne irgendwelche verbogenen Strukturen durch den Beschichter und so weiter. Dort brauchen wir dann mehrere Anläufe, bis das wirklich gut rauskommt. Und für Space? Space ist meistens ein bisschen konservativ. Alles, was funktioniert, das wird beibehalten. Das ändern wir nur, wenn das wirklich gravierende Verbesserungen bringt. Und 3D-Druck mit Metall vor allem ist ein neues Verfahren. Da sind Risiken nicht so genau bekannt. Da weiß man nicht, wie sind die Langzeiteigenschaften von diesen Bauteilen. Daher ist das noch immer ein bisschen kritisch beäugt, beziehungsweise wird da sehr viel Forschungsaufwand hineingesteckt, diese Einflussfaktoren auf die Bauteile zu identifizieren oder den Prozess zu charakterisieren. Und
damit das eben eingesetzt werden kann. Das heißt, wir brauchen eine Kontrolle von dieser gesamten Prozesskette. Das heißt, wir fangen an mit dem Pulver. Das Pulver, das hat eine Korngröße zwischen eben den 20 bis 60 Mikrometer ungefähr. Das muss genau analysiert werden vor dem Bauprozess auf die chemische Zusammensetzung. Ich muss wissen, was ist da drinnen, stimmt das mit dem überein, was es haben sollte, vor allem wenn das Pulver wiederholt verwendet wird. Denn das ist beim Laserstrahlschmelzen, das Pulver, das nicht verschweißt wurde, was um das Bauteil herum ist, wird zurückgesiebt. Da bleiben eventuell Schweißrückstände, Schweißspritzer drinnen und die würden mir dann mein Pulver jetzt chemisch verändern. Das heißt, regelmäßige Kontrolle, ob das Pulver noch immer chemisch ident ist. Inzwischen ist, also wirklich Langzeituntersuchungen gibt es keine oder keine, die mir bekannt sind, aber es hat auch noch niemand wirklich bemerkt oder ich hätte noch nichts gefunden, dass jemand Schwierigkeiten selbst mit Pulver, das seit 10 Jahren verwendet wird. Natürlich immer wieder mit Neupulver aufgemischt wird, aber dadurch bleiben die chemischen, die Fremdpartikel in einem gewissen Rahmen, dass das keinen Einfluss auf die Bauteilqualität hat. Wir müssen uns ansehen, die Partikelform und die Größenverteilung. Normalerweise ist dieses Pulver, man sieht es auf dem Bild, es ist relativ sphärisch, es ist relativ einheitliche Partikelgrößenverteilung. Das heißt, die sind alle, haben ungefähr denselben Durchmesser. Auch das untersuchen, ob sich das mit über die Zeit verändert, durch Schweißspritzer, durch andere Einflussfaktoren, durch mehrmalige Sieben, ob da feine Bestandteile rauskommen, mehr werden. Auch ein Faktor ist ganz die Feuchtigkeit. Dieser ganze Prozess findet zwar, das Schweißen findet zwar unter Schutzgas statt, aber das Pulver kommt zwischen den einzelnen, oder das Pulver wird immer wieder Atmosphäre ausgesetzt, haben wir jetzt eine etwas feuchtere Atmosphäre im Raum, wo das ist, wo das stattfindet, dann kann das Pulver Feuchtigkeit sammeln. Der Bauprozess muss auch genau überwacht werden, also wir müssen Prozessparameter haben, die funktionieren, das ist dann die Lasergeschwindigkeit, die Laserleistung, also Abstand der Laserlinien und so weiter. Und da zeigt deswegen, wir bauen sehr, sehr viele Teile, die definitiv den Vorteil dieser 3D-Drucktechnologie zum Einsatz oder vorzeigen. Wir bauen sehr viele Proben. Zugproben, würfelförmige Proben, alle möglichen Arten von Proben, mit denen die mechanischen Eigenschaften von diesen Bauteilen charakterisiert werden können. Deswegen, ja, die wirklich spannenden Bauteile, das ist einmal, ein-, zweimal, jedes Monat oder so, ist da vielleicht mal was Interessanteres dabei. Die meiste Zeit sind es nur Proben. Ja, zertifiziertes Personal, wir sind ja wieder im Gebiet Space, das heißt, ja, jeder muss Nachweise haben, wir brauchen Nachweise, dass die Person, die damit arbeitet, eine Schulung dafür hat, dass die das definitiv beherrscht, dass da bei diesem Prozess alle manuellen Fehler ausgeschlossen wurden, das wird dann verlangt. Deswegen gibt es dann zu jedem Bauteil so einen Stapel an Papier dazu, wo das dann alles dabei steht. Und wir müssen den Bauprozess überwachen. Also ob während dem Prozess was passiert, ob da irgendwo ein Fremdpartikel drinnen ist, ob das dann vielleicht an einer kritischen Stelle zum Bruch führt. Wenn wir das Bauteil jetzt gefertigt haben, das ist auf einer Bauplattform drauf, das ist mit Stützstrukturen angebunden an die Bauplattform, wir müssen das nachbearbeiten. Hier sind Aufnahmen von dem Raster-Elektronenmikroskop von gefertigten Bauteilen und das rechte ist die Seitenfläche, da kleben verdammt viele Pulverkörner drauf. Das ist eben das Schmelzbad vom Laser, das zieht umliegendes Pulver an, das schmilzt nur leicht an. Und wenn wir das jetzt in einem Satelliten so verbauen würden oder an einer Rakete, dann können sich diese Partikel lösen, die können zu Elektronik gelangen, können dort Fehlfunktionen auslösen. Das ist dann natürlich nicht anwendbar. Das heißt, die Oberfläche wird geglättet. Das kann man mechanisch machen durch Kugelstrahlen oder durch Sandstrahlen oder chemisch. Da sind wir an mehreren Projekten dabei, sich anzusehen, wie kann diese Oberfläche nachbearbeitet werden. Und das ist jetzt sind die Aufnahmen von genau demselben Würfel, den wir vorhin gesehen haben, nach einer, ich glaube, das ist eine chemische Oberflächenbehandlung.
Wir müssen Funktionsflächen, also Flächen, wo zum Beispiel ein Motor montiert wird, wo dann Lager sitzen, die müssen zerspannt nachbearbeitet werden. Also das ganze Bauteil muss nicht nur die Mechanik, muss nicht nur den Anforderungen für den Satelliten genügen, sondern das muss auch noch so designt sein, dass wir das nachher in eine Fräse spannen können und nachbearbeiten können. Und wenn wir all diese Schritte durchgemacht haben, ist nochmal die Kontrolle am Ende. Wir haben eine geometrische Kontrolle, das heißt, mit einer Messmaschine vermessen wir das ganze Bauteil, ob das wirklich so passt, wie es sein soll. Muss ich auch ansehen, sind vielleicht Defekte innen drin, die von außen nicht ersichtlich sind. Das heißt, entweder CT-Untersuchung, Belastungstests von so einem Bauteil. Im Idealfall haben wir die Defekte im Inneren des Bauteils schon gefunden, weil wir ja den Prozess überwacht haben und gesehen haben, dass da zum Beispiel an irgendeiner Stelle drin eine Anomalie beim Schweißen war, dass da das Schmelzbad größer war, dass die Festigkeit dort beeinträchtigt ist. Und wir müssen die Sauberkeit überprüfen. Das heißt, jetzt ganz blöd gesagt, da wird dann einfach ein Stück Klebeband genommen, das wird auf das Bauteil geklebt und das wird dann angeschaut, wie viele Fremdpartikel sind da noch drauf. So, Anwendungen. Wir haben einerseits, wo sich ganz große Vorteile ergeben, sind RF-Bauteile. Also wer schon mal mit Hochfrequenz gearbeitet hat, kennt sowas vielleicht hier. Das ist ein Waveguide. Das ist in einem Stück gefertigt. Das ist so ein T-Stück, also eine Signalweiche oder Signalzusammenführung in dem Fall, glaube ich, wo zwei Signalwege auf einen zusammengeführt werden. Eben. Das Ganze ist hohl innen. Das sind verschiedene Stufen drin, um die Wellen zu brechen, um sie umzuleiten, um mit möglichst wenig Verlusten mein Signal da durchzuleiten. Die großen Vorteile dabei sind, ich kann das, oder konventionell wird das so gefertigt, das wird aus vielen Aluminiumplatten gefräst, zusammengeschraubt. Das heißt, das ist schwer, das ist groß, da ist ein riesiger Kontrollaufwand für jede Schraubverbindung, für jedes gefräste Teil. Und damit ist das sehr teuer. Wenn wir das jetzt in einem Stück drucken können, sparen wir mal ziemlich viel Gewicht. Wir können eben nur auf nur einen Prozess zurückgreifen. Wir haben nur eine potenzielle Fehlerquelle und damit wird das auch günstiger. Und da haben wir schon in einigen Projekten, Bauteile kann ich leider nicht zeigen, weil das noch läuft, die dann auch wesentlich interessanter sind. Da haben wir schon gemerkt, also die elektrischen Eigenschaften, also wie gut die Signale leiten, sind vergleichbar mit gefrästen Bauteilen. Obwohl wir da eine leicht raue Oberfläche haben, hat das fast keine Eigenschaften auf die Hochfrequenz. Also wir reden da von Frequenzen, ich glaube, das ist ein Bauteil fürs KU-Band, das sind mehr als 10 GHz. Und da sind, wenn wir bei diesen hohen Frequenzen sind, sind wir schon mit Oberflächenrauigkeiten teilweise im Bereich der Wellenlänge und da kann es dann schon zu Umlenkungen, zu Brechungen der Signale führen, nur durch die Oberflächenrauigkeit. Da gibt es auch dann etwas interessantere Bauteile, das ist von TESAT, das ist eine Firma aus Backnang in der Nähe von Stuttgart, die fertigen so Telekommunikationseinrichtungen für Satelliten. Und die beschäftigen sich natürlich auch mit diesem Thema. Und das hier ist ein Butterworth-Filter, glaube ich, mit, wenn ich mir ansehe, ist 5., 6. Ordnung, irgend sowas. Auf jeden Fall einer höheren Ordnung. Damit werden dann eben filter ich mir eine gewisse Frequenz aus meinem Signal raus. Und was man da oben sieht, diese Gewinde oder diese Stutzen, das ist eine Möglichkeit, um da Tuning-Schrauben reinzubringen, damit ich den nach dem Bauen, weil die Bauteile sind nie genau so wie berechnet. Damit können die nach dem Bauen dann noch eingestellt werden, dass die Cut-off-Frequenz genau dort ist, wo sie hin soll, dass die Dämpfungseigenschaften bei gewissen Frequenzen dort sind, wo sie sein sollen. Und das funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Wir können Strukturbauteile fertigen. Das ist jetzt ein Beispiel von uns aus der Firma, das ist aus dem NEOSAT-Programm, das ist ein Zusammenschluss der ESA mit der französischen Raumfahrtorganisation, das ist eine Motorhalterung für einen Satelliten. Das sitzt an diesem ringförmigen Flansch, sitzt ein Motor, auf dem eben das komplette Solarpanel befestigt ist. Bisher konventionell gefertigt wird das aus 5 Bauteilen, die zum Teil verschraubt oder verschweißt werden, die dann natürlich eben wieder den Inspektionsaufwand, den Kontrollaufwand haben und mit den Schrauben und mit den Schweißnähten wird das schwer. Mit dem gedruckten Bauteil
können, also das wird das ist dann wesentlich leichter. Das ist, glaube ich, eine Gewichtseinsparung von fast 20% gegenüber dem konventionell gefertigten, und das ist schon ein sehr hochoptimiertes Bauteil. Kann man eben Gewicht sparen und das mit den gleichen oder sogar verbesserten mechanischen Eigenschaften. Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Also ich habe jetzt nur, das ist jetzt von Ruag Space, die unter anderem hier in Wien einen Sitz haben, wo Fertigung von Satellitenbauteilen erfolgt. Das ist jetzt ein topologieoptimiertes Bauteil, wo einfach auch wieder irgendeine Struktur am Satelliten angebracht wird. Und da ist wahrscheinlich noch mehr Gewichtseinsparung als bei als bei dem Bracket vorhin zu sehen. Ganz aktuell, die israelische Mission zum Mond, die ja leider nicht funktioniert hat, die hatte das erste 3D-gedruckte Motor oder das erste Aluminiumbauteil, was gedruckt wurde, was zum Mond geschickt wurde. Das war die Halterung vom Hauptmotor, der die Sonde abbremsen sollte beim Aufsetzen auf die Mondoberfläche. Das war auch von Ruag Space. Und ich weiß nicht, ob das der Schwachpunkt war bei der Landung, was nicht funktioniert hat. Ich hoffe es nicht. Dann gibt es auch andere Sachen. Also ich kann ja nicht nur Bauteile leichter machen, sondern ich kann mir jetzt die Eigenschaften von meinem Prozess zunutze machen. Ich kann hier zum Beispiel monolithische Bauteile, also etwas aus einem Stück fertigen, was dann flexible Strukturen beinhaltet. Das ist hier ein Treibstoffbalk aus Titan. Und in der Mitte, diese gerillte Struktur, das ist ein Balk mit knapp einem halben Millimeter Wandstärke. Der ist flexibel, der soll Vibrationen zwischen dem Satelliten, zwischen der Außenhaut und innen beim Start, beziehungsweise einfach einen Längen- und Wärmeausgleich ermöglichen. Herausforderung dabei ist jetzt natürlich, sind sehr dünne Bälge mit sehr dünnen oder mit sehr engen Kanälen dazwischen. Da muss das Pulver restlos raus, weil nach dem Bauen ist er natürlich gefüllt mit Pulver, das muss entfernt werden. Das heißt, da haben wir dann mehrfach gespült mit verschiedenen CT-Methoden versucht nachzuweisen, dass das wirklich alles restlos entfernt wurde. Und das funktioniert auch ganz gut, und ich glaube, das war unter anderem mit dem DLR, das wird, soweit ich weiß, jetzt auch bald dann eingesetzt. Also zumindest wurde die Technologie weiter übernommen. Das Ganze ist druckdicht und druck- und gasdicht, also bis 20 bar und mit Helium gasdicht sogar. Und dann, bei den Raketen können wir das natürlich auch einsetzen. Im Moment, wer sich das mal ein bisschen anschaut, diese ganzen kleinen Launcher-Firmen, also wie die jetzt heißen, wo alle Launcher, Relativity Space und so weiter, da ist im Moment ein großes Wettrüsten darum, wer das größte 3D-gedruckte Triebwerk machen kann. Also das Bild auf der linken Seite, das ist ein Triebwerk mit mehr als 70 cm Länge, das in einem Stück gefertigt wurde aus einer Nickel-Basis-Legierung wahrscheinlich. Ich glaube, das ist Nickel-Basis-Legierung in Cornell mit einem Gewicht von wahrscheinlich an die 100 Kilogramm, wenn ich mir das so anschaue. Ja, die haben sich dafür extra eine Maschine umbauen lassen, damit sie eben diesen erhöhten Verfahrweg in der Z-Achse haben. Ja, das Ganze auch bei SpaceX, die das seit zumindest 2013 verwenden, meines Wissens. Das ist das Bild auf der linken Seite, und die ESA unternimmt da auch verschiedene Anstrengungen in diese Richtung. Also das ist einfach, weil auch wieder hier, ich kann da mehrere zig Bauteile einsparen. Also so ein Raketentriebwerk wird aus 20, 30 und mehr Bauteilen zusammengeschraubt, was alles wieder händisch erfolgen muss, Dokumentationsaufwand, Gewicht und so weiter. Und das kann ich wieder durch einen Prozess ersetzen, der das dann in einem Stück fertigt und damit auch noch verbesserte Eigenschaften, also verbesserte Zuleitung von Treibstoff, integrierte Kühlung und so weiter. Gut, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu schnell geredet, das heißt, ich bin schon fertig nach einer halben Stunde. Hat jemand Fragen? Ja. Oder? Okay, für den Webstream, die Frage war, wie es mit dem Fortschritt in der Technologie aussieht. Also
was ich ganz groß sehe im Moment bei den Maschinenherstellern, ist einfach Produktivität dieser Anlagen. Weil es ist jetzt an diesem Punkt angelangt, das funktioniert sehr zuverlässig, der Prozess. Es ist wiederholbar, das heißt, ich kann da, wenn ich etwas einmal bauen kann, dann funktioniert das auch wiederholt zuverlässig. Und jetzt geht es eben ganz stark in Richtung Produktivität. Das heißt, Bauraten erhöhen, da werden dann in Maschinen mehrere Laser eingebaut. Da gibt es jetzt von EOS eine Maschine mit die M300, die hat 4 Laser, die das komplette Baufeld abdecken können. Das heißt, da kann ich an 4 Bauteilen gleichzeitig schweißen und damit einfach ein Vielfaches der Geschwindigkeit rausholen. Ist das für dich beantwortet? Du hast davon gesprochen, wie ihr die Oberflächen nachbehandeln würdet. Und wir haben vorhin die Bauteile angeschaut, von denen uns gesagt wurde, die hättest du gedruckt für das Crowdbinding-Projekt. Mhm. Und ich wollte jetzt fragen, mit welcher der Methoden, die du beschrieben hast, wurde da die Oberfläche behandelt? Die Bauteile, die du gesehen hast, die waren unbehandelt, die sind so aus der Maschine gekommen, aber die Methoden sind in der Regel entweder chemisch, das heißt elektrochemisch polieren, das ist aber noch ein relativ unsicherer Prozess, vor allem nachdem es ein elektrischer Prozess ist und ich die durch den Oberflächenstrom am Bauteil glätte, muss ich diesen für jedes Bauteil einzeln entwickeln im Grunde, damit ich wirklich eine einheitliche Abtragrate und Einebnungsrate erreiche. Oder es wird einfach Sand gestrahlt. Also erst mit zum Beispiel mit Korund und dann mit Stahlkugeln eingeebnet. Das Video, was du gezeigt hast, war das in Echtzeit? Das war in Echtzeit, ja. Also, und das ist noch die alte Anlage, die erste, die ich auf den Fotos hatte, die ist Baujahr 2011 und dementsprechend relativ langsam mit dem 200 Watt Laser. Wenn du jetzt eine aktuelle Anlage anschaust, die schafft das in einem Viertel der Zeit wahrscheinlich. Wie sieht es aus mit den Stützstrukturen? Das ist diverse Bauteile gezeigt, die ihr gefertigt habt. Und wie muss ich mir das vorstellen mit den Stützstrukturen? Waren da ähnlich wie beim FDM-Drucker so Linien, die nach oben gingen? Oder wie sieht es da aus? Genau, Stützdruck, hast du schon gesagt, das ist ganz ähnlich wie beim FDM-Drucker. Das sind einfach dünne Linien, meistens einfach eine Gitter oder von oben gesehen einfach ein Gitter, das mit verringerter Laserleistung geschweißt wird. Und noch dazu Bohrung zur Seite hat, damit das Pulver nachher sich entfernen lässt. Und die können meistens relativ einfach abgebrochen werden. So wie ich das gesehen habe, ist aber immer eigentlich der gesamte Bauraum voll mit Pulver. Reicht es denn nicht, wenn einfach das Pulver aufeinander liegt? Das reicht nicht. Also ich habe erwähnt, wir haben Temperaturspannung. Das heißt, das Bauteil wird ja geschweißt. Ich schmelze es auf, mehr als 1000 Grad bei Titan. Wenn das jetzt abkühlt, zieht sich das zusammen und würde mir einfach aus einer Platte, das würde die dann so aufrollen. Das würde mir eine Schüssel draus machen zum Beispiel. Das heißt, dafür brauche ich einmal Stützstrukturen. Dann muss ich eben diese Wärme auch ableiten können. Wenn ich das jetzt im losen Pulver hätte, dann würde mir das überhitzen. Da wird das Schmelzbad immer größer. Es haftet mehr und mehr Pulver an und das Bauteil ist überhaupt nicht formgetreu. Und dann ist noch der Beschichter, eben was wir im Video gesehen haben, der drüber fährt von links nach rechts. Der auch mit einer Klinge, wenn da jetzt eine kleine Unebenheit auf der Oberfläche ist, kann der das Bauteil mitschleifen sonst. Hältst du es für realistisch, dass sich der 3D-Druck im Heimanwenderbereich auch irgendwann in diese Richtung entwickelt? Dass wir solche Anlagen, also natürlich in klein, aber dass wir Anlagen, die sowas können, auch zu Hause stehen haben? Mit der aktuellen Technologie sehe ich das überhaupt nicht, weil du fährst unter Schutzgas, du hast da Hochleistungslaser, also da muss sich noch einiges tun. Also sicher nicht in den nächsten 10 Jahren, schätze ich mal. Wahrscheinlich auch nicht in 15. Frage zum Pulver hätte ich. Ist es rein oder sind da so Schmelzstoffe oder Flussmittel dabei? Das ist eine reine Legierung. Also das
komplett rein, zum Beispiel reines Aluminiumpulver oder so? Also es ist eben kein rein Aluminium, es ist dann eine Legierung. Ich hatte das da, die Beispiele, wo ich die Legierung wusste, habe ich es dazu geschrieben. Das war dann zum Beispiel ALSI10MG. Das hat 10% Silizium, 1% Magnesium. Und das ist klassisch eine Gusslegierung. Und das kann demzufolge gut geschmolzen werden und auch gut geschweißt werden. Und die Schichten untereinander, die verbinden sich so gut, dass man keine Differenz von der Kraftwirkung in die beiden Richtungen kriegt, oder? Bei normalen 3D-Drucker wäre das Problem, dass die Schichten in einer Richtung habe ich relativ viel Kraftaufwendung und in der anderen bricht es mir sofort ab. Ja, das ist nicht so extrem, aber wenn die Bauteile aus der Maschine kommen, merkt man das. Also das hat in Z-Richtung hat das schlechtere mechanische Eigenschaften. Deswegen wird das dann meistens wärmebehandelt. Das heißt, das wird auf eine Temperatur erhitzt, wo dann Diffusionsprozesse im Material stattfinden wo sich dann die Kristallstruktur etwas repariert und dann wird nahezu isotropes Verhalten erreicht. Also das hat dann in jede Richtung nahezu dieselbe Festigkeit. Ähnliche Frage wie der zwei vor mir. Denkst du, dass sich das irgendwann in der Industrie etablieren wird, also in anderen Industrien als jetzt in der Raumfahrt? Oder meinst du, dass es kosten-nutzen-technisch nur so für so richtig wichtige Anwendungen in der Raumfahrt wirklich sinnvoll? Ich hab jetzt das Thema Raumfahrt für den Vortrag rausgesucht, weil es eben ein bisschen was Exotischeres ist oder weil das immer diese Faszination hat, aber es gibt es in genug anderen Industrien. Also es werden damit schon Serienbauteile gefertigt für verschiedene Sachen. Ich glaube, BMW hat bei einem Auto, bei irgendeinem Supersportwagen, fertigen die Scharniere von der Motorhaube damit, weil es halt, damit sie da Erfahrung mit dem Prozess sammeln. Es wird für Spritzgussformen eingesetzt und prinzipiell alles, wo ich irgendwo was damit fertigen kann, was ich vielleicht sonst nicht herstellen könnte. Also Kühler, Wärmetauscher für verschiedene Anwendungen. Was denkst du, wie weit sind wir davon, dass wir an der Mond aus Regolith was drucken können und Mondbasis aufbauen? Das ist schwierig. Also ich glaube, du warst am Anfang nicht da. Ich habe das explizit ausgeklammert, weil ich mich mit diesem Thema nicht so beschäftige. Es sind jedenfalls, da gibt es durchaus Ansätze, wo das zum Beispiel mit Sonnenlicht verschmolzen wird. Ich kann das schwer sagen, aber ich hätte, wie alles in der Raumfahrt, wird das noch ein paar Jahre brauchen. Welche Parameter kannst du bei deinem Setup umstellen? Also außer die jetzt geometrisch gesehen. Wie meinst du beim Schweißen selber die Parameter? Da gibt es grundsätzlich drei Parameter, an denen du bei so einer Anlage schrauben kannst beim Schweißen. Das ist die Laserleistung, das ist die Verfahrgeschwindigkeit vom Laser und dann, oder vier eigentlich, die Schichtstärke kannst du auch noch einstellen und dann auch noch den Abstand dieser Laserlinien zueinander. Und an den vier Schrauben wird dann so lange gedreht, bis du halt irgendwann ein porenfreies Bauteil erhältst. Hat das fertige Bauteil also eher die Eigenschaft von einem Gussteil oder eher die Eigenschaft von einem gesinterten Teil? Also ist das wie ein Schwamm quasi oder? Nein, das ist wirklich Vollmaterial. Also das sind minimale Poren drinnen, deswegen ist es auch so interessant, es einzusetzen. Das ist wie ein Block Aluminium von den mechanischen Eigenschaften. Und könnte man das auch so wie ein Sinterteil fertigen, also dass es zum Beispiel Öl aufnimmt oder? Da gibt's durchaus auch, also gibt es Möglichkeiten, das zu machen, also so Schwämme auf die Art oder eben gesinterte Lagerwerkstoffe, da gibt es auch Projekte dazu, die sich mit sowas beschäftigen. Weil das ist dann wieder die Herausforderung, gezielt schlecht zu bauen. Wie sind denn die Zustände innerhalb der Druckkammer während des Drucksvorgangs? Ist die geheizt oder gekühlt oder ist das einfach Zimmertemperatur da drin? Das ist unterschiedlich je nach Material. Also zum Beispiel bei Aluminium auf der zweite Anlage, die wir da hatten, die große, da wird mit Prozesstemperaturen zwischen 45 bis 160 Grad gefahren, je nach Parametersatz. Das wird meistens geheizt, je höher, desto besser, weil sich dadurch die Temperaturspannungen verringern. Und dann ist das Ganze auch noch unter Schutzgas.
Letzte Chance, noch Fragen oder gibt es Fragen aus dem Internet? Weiß ich nicht. Gut, dann danke allen fürs Kommen. Ich hoffe, ihr habt was Interessantes gelernt dabei.